Es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz? Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, Gel. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt... Schnell! Haltet den Wohnwagen! Ich muss ihn doch irgendwie stoppen können. Danke, Grüni. Heiliger Schraubendreher. Hurra! Gut gemacht, Tilly. Oh, gut gemacht, ihr alle. Problem gelöst. Ja, Grüni, jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Mechaniker, ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Sieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig. Und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert?
Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Ja. Blitzsauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Hurra! Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Geckos Werkstatt. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Ah! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören. Mechaniker, schnell, tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow! Heiliger Schraubendreher! Oh. Oh ja, eine hohe Brücke! Gute Idee, Mechaniker! Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst! Was jetzt? Oh. Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Hallo zusammen. Blaui und ich wollen gerade einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt kaufen. Oh, Bobby, der Bus. Er steckt fest. Oh. Hier ist ein Kakao zum Aufwärmen. Keine Sorge, Bobby. Wir holen dich raus. Funktioniert nicht. Hak uns aus, Blaui. Wir probieren was anderes. Oh nein! Jetzt steckt Tilly auch im Schnee fest. Oh, Blaui. Wir stecken wohl auch fest. Sei nicht traurig, Blaui. Irgendwer wird uns helfen. Wenigstens haben wir den Kakao, der uns warm hält. Ups. Sieh mal. Der Kakao hat den Schnee geschmolzen. Ich habe eine Idee. Funktioniert! Warte, Bobby!
Gern geschehen, Bobby. Aber was machen wir mit dem umgestürzten Baum? Aha. Perfekt. Und fröhliche Weihnachten. Blaui. Blaui, wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui, holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hol mein Werkzeug. Ach du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Oh nein, Max hat kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Woher kommt das denn alles? Herr Wiesel, alles okay?
ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Hey, wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Komm, Grüni. Lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck. Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Baby Truck, dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker! Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn.
Vorsicht, Gelbi! Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht. Aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha. Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella, das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald! Komm, Blaui, ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh. Oh. Phew, das war knapp. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Thank you.
sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Wow! Ich wusste nicht, dass du so stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Ich fühle mich nicht so gut. Oh nein! Caribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja. Okay. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfallwarnsystem installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly, Abschleppwagen! Das ist Erik Bagger.
Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig, aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ich komme nicht ran. Ich bin zu groß, da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui! Gut gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh. Der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau! Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig! Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir es nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier.
Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist dein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Hallo zusammen. Heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo, Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Komm mit, Gelbi. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit.
Seht mal, da kommt Baby Chuck, um sauber gemacht zu werden. Hallo, Baby Chuck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Chuck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal. Die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall! Schnell, Mechaniker! Wir müssen schnell helfen! Schnell, schnell! Tilly Abschleppwagen! Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen bei Geckos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm. Wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist.
Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Au! Nein, daran lag's nicht. Wartet mal. Aha. Der arme Bobby hat einen Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List, die Funken fliegen. Applaus, Applaus. Dann noch ein Pflaster angebracht. Ja. Hurra, Grüni, Blaui, gut gemacht. Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen! Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck! Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen. Oder, Mechaniker? Ah! Oh! Oh! Baby Truck! Warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt. Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker. Wir müssen Baby Truck finden. Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Fiona Feuerwehrauto. Was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona. Das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Oh.
Was? Kommt schon, Mechaniker. Helft mir doch mal bitte. Da. Geht's dir gut, Gelbi? Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald. Hey, es ist Max, der Monster Truck. Was können wir heute für dich tun? Oh, du willst wieder ein Held aussehen? King Crash? Hihi, ich glaube, das schaffen wir, Max. Ich hole mein Werkzeug. Mechaniker, fangt schon mal an. Okay, ich habe mein Werkzeug. Ha! Mechaniker, was habt ihr getan? Oh, ihr findet vielleicht, dass er toll aussieht. Aber das wollte er nicht. Keine Sorge, Max. Wir machen das. Fertig, Max. Wolltest du so aussehen? Glücklicher Kunde von Geckos Werkstatt. Wir sehen uns bald wieder. Gleich sind wir wieder in der Werkstatt, Mechaniker. Wow! Jemand hat auf der Straße Müll verloren. Da liegt sehr viel. Und Mama Recycling sieht nicht glücklich aus. Komm mit. Wenn wir der Spur folgen, finden wir raus, wer es verliert. Die Spur führt nach links. Es ist Dylan. Dylan Kipplaster. Durch die kaputte Ladeklappe verliert er Müll. Aber seine Musik ist so laut, dass er es nicht bemerkt. Mechaniker, wir müssen Dylans Musik leiser stellen. Lasst uns zur Rettung dies verwenden, anstatt es einfach zu verschwenden. Dylan! Dylan! Deine Ladeklappe ist kaputt. Aber keine Sorge, ich repariere das. Und Mami Recycling und die Mechaniker sortieren den Müll. Ha, fertig. Wie läuft das Recycling?
Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Dylan, mach leiser! Oh, was für ein schöner sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow! Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Oh, okay. Warte. Herr Wiesel füllt Max Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Haha. Haha. Oh. Ah! Keine Sorge, Max. Ich komme. Heiliger Schraubenschlüssel. Wieso meine Schuld? Oh. Oh, keine Sorge, Max. Uns fällt schon was ein. Max, wenn ich etwas Luft aus deinen Reifen lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Bitte schön, Max. So gut wie neu. Diesem Gecko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. Gibst du mir einen Schraubenschlüssel, Blaui? Das ist kein Schraubenschlüssel. Das ist ein Holzlöffel. Klingt wie Babytruck. Ich frage mich, weshalb sie so aufgeregt ist. Haha, ich präsentiere Wilbur T. Wiesels neuen Elektromagnet. Oh, oh! Wie schaltet man den aus? Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh nein! Herr Wiesel hat ein magnetisches Problem. Alles okay, Gecko. Wenn du ihn nur ausschalten könntest, indem du den Schalter betätigst. Blaui, stopp! Ein Magnet zieht alles an, was aus Metall ist. Oh. Oh nein, Mechaniker. Oh, ich weiß, bei mir Recycling. Ich muss ihn abschalten. Aber ich darf kein Metallwerkzeug benutzen. Na klar, der Holzlöffel. Keine Sorge, Freunde, gleich seid ihr frei. Dank meiner kleinen Holzlöffelbastelei. Ha, das wird nicht funktionieren. Geht es euch gut? Oh, super. Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Du bist ja schon früh hier, Erik. Mechaniker, Erik ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Erik reparieren, damit er weiter kann. Ja.
Ich weiß nicht, was heute mit Ihnen los ist. Wow, du hast recht, Erik. Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass Sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Oh, Schachmatt. Yay. Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also, packen wir es an. Hihi, fertig, Erik. Wir sehen uns bald wieder, hier in Geckos Werkstatt. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier's mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Wow, gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Hihi. Seltsam. Wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je, das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Versuch's mal jetzt, Dylan. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist hier alles okay? Alles in Ordnung, Gecko. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dylan. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist und für alle anderen auch. Perfekt. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dylan auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf, während wir Dylans neuen Elektromotor einbauen. Thank you.
Du siehst gut aus, Dylan. Hihi. Gut gemacht, Grüni. Saubere Kunden sind glückliche Kunden. Und ein sauberer Planet ist ein glücklicher Planet. Hallo, Bobby. Oh je. Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Ah. Okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab. Aber ganz vorsichtig. Langsam. Langsam. Vorsicht, Mechaniker. Wir müssen zusammenarbeiten. Au! Au! Oh, danke, Grüni. Oh, oh je. Ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker. Oh, Mechaniker, ihr müsst zusammenarbeiten. Oh, gut gemacht, Mechaniker. Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby. Wir sollten das Schild mal wieder streichen, Mechaniker. Blaui, holst du bitte die grüne Farbe und nimmst Gelbi mit aufs Dach, um zu helfen? Oh je. Fiona hat sich an der Stoßstange gestoßen. Komm rein, dann kümmern wir uns drum. Grüni, holst du bitte den extra starken Kleber? Kleber sollte nicht grün sein. Blaui und Gelbi haben bestimmt den Kleber. Schnell, Roti, geh aufs Dach. Oh, armer Roti. Wir müssen irgendwie anders aufs Dach kommen. Oh je. Was für eine klebrige Angelegenheit. Wir müssen euch befreien, bevor der Kleber ganz fest wird. Fiona, können wir uns bitte deinen Schlauch leihen? Keine Sorge, Mechaniker. Ihr seid gleich wieder frei. Gut gemacht, ihr alle. Jetzt sehen Fiona und ich beide wie neu aus. Willkommen zum großen Rennen, bei dem ich, Wilbur T. Wiesel, beweisen werde, dass ich der schnellste Mechaniker der Stadt bin. In meinem Turbo-Motor-Monster-Truck. Alles gut, Tilly. Wir brauchen keinen Turbo-Motor, um zu gewinnen. Du hast mich noch nie enttäuscht. Okay, Gecko. Das Rennen beginnt, wenn die Ampel grün ist. Auf die Plätze. Fertig? Los! Los, Tilly, Abschleppwagen! Ich freue mich schon auf die glänzende Siegermedaille. Die wird zu meiner glänzenden Uhr passen.
Sehr gut, Tilly. Schön gleichmäßig. Aktiviere den Turbomotor. Keine Zeit. Wir eilen zu Hilfe. Oh, wir sinken. Oh, Hilfe. Keine Sorge, Herr Wiesel. Wir holen euch da ganz schnell raus. Ich schätze, ihr habt offen und ehrlich gewonnen. Aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Seid auch beim nächsten Mal wieder in Geckos Werkstatt dabei. Bis bald. Was riecht hier so gut? Richtig gehört. Jeder Kunde bekommt einen gratis Grillspieß. Haha, so bekomme ich definitiv mehr Kunden. Rein mit dir, Erik. Mach schneller. Brennt irgendwas? Was stimmt mit dem blöden Teil nicht? Oh! Nein! Mein wunderschöner Grill! Fiona, Feuerwehrauto! Es brennt! Rettung naht! Lasst uns beim Löschen helfen. Los, los, Mechaniker. Rettet ihn. Beeilt euch, beeilt euch. Ich bin klatschnass. Ups, tut mir leid. Der Schlauch reicht nicht. Super Idee, Fiona. Wir nehmen den Feuerlöscher. Ich hab dich. Gott sei Dank geht es allen gut. Das habt ihr super gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Danke, Mama Truck. Danke, Mami Recycling. So weit, so gut. Denkt alle daran. Heute ist Valentinstag und wir helfen Baby Truck, ein Essen für ihre Mamas zu machen. Das ist ein Geheimnis. Also, psst. Ihr bereitet es vor und ich lenke ihre Mamas ab. Wir müssen deine Radkappen sauber machen, Mami Recycling. Das war wohl, der Wind? Okay, mal sehen, ob eure Schrauben fest genug sitzen. Alles klar. Fertig. Tada!
fröhlichen Valentinstag, Mama Truck und Mami Recycling. Oh, gern geschehen. Aber das war alles Baby Trucks Idee. Oh. Gut gemacht, Baby Truck. Deine Mamas freuen sich sehr. Da 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 di du. Hihi, sehr gut, Mechaniker. Oh, heiliger Straubendreher, ich glaube, da ist jemand traurig. Oh, seht mal, das sind Max Monster Truck und seine kleine Schwester Molly. Lasst uns ihnen helfen. Hallo Max, hallo Molly. Das Karussell klemmt scheinbar. Keine Sorge, Molly. Gleich dreht es sich wieder. Seht mal, Familie Truck. Hallo, Baby Truck. Du brauchst Hilfe, damit dein Drachen wieder fliegt. Und ich habe eine Idee. Mechaniker, wir brauchen Öl und einen Schraubenschlüssel. Okay, Mechaniker, schiebt! Wow, nicht so schnell! Oh, verschraubt nochmal, mir ist schwindelig. Jetzt testen wir meinen Plan. Bereit, Mechaniker? Diesmal vorsichtig. Funktioniert! Gut gemacht, Mechaniker. Alle haben Spaß. Jetzt, Max. Oh, was ist das denn für ein Krach? Super Landung, Max. Mit den neuen Aufhängefedern kannst du wirklich sanft landen. Ich glaube, wir brauchen meinen Plan B gar nicht, hm, Rotti? Nur noch ein paar kleine Korrekturen. Haha, du willst mehr sein wie dein Bruder, hm, Molly? Warte kurz hier. Ich habe viel bessere Aufhängefedern für dich als Gecko. Du wirst schon sehen, hehe. Fast fertig, Max. Was ist das? Das federt mehr, als ich dachte. Oh nein. Molly hat zu viel Federn. Wir müssen sie stoppen. Schnell, Roti. Plan B. Bereit, Roti? Jetzt, Roti. Zeit für Plan B. Alles wieder gut, Molly. Ich weiß, du wolltest nur sein wie dein großer Bruder. Wir kümmern uns mal um die Federn, ja? Jetzt, Molly. Gecko denkt, er macht bessere Federung als ich, hm? Aha! Du landest besser, weil du neue Federn hast. Also geh ruhig spielen. Wir wünschen viel Spaß. Sieh mal, Roti. Das ist Cat. Mit den neuen Landekufen, die wir Helena Helikopter montiert haben, kann sie sicher im Schnee landen. Ja! Geschafft, Helena! Hallo, Cat. Hola, Gecko. Hihi, sieh mal, Roti. Carrie und Barry bauen einen Schneemann. Hey!
der Schraubendreher. Sie treiben davon. Los, los, Tilly Abschleppwagen. Keine Sorge, Zwillinge. Wir retten euch. Halt dich fest, Carrie. Ja. Oh, nein. Cat, versuchst du, Barry zu erreichen? No problema. Vamos, Helena. Drück den Knopf, Roti. Geschafft! Schade, dass wir den Schneemann nicht retten konnten. Gecko? Ups, lo siento. Schon okay, Cat. Jetzt hatten wir doch noch einen Schneemann. Oder eben einen Schneegecko. Puh. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Hola! Ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Cat. Ich bin Gecko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly! Ich komme! Oh nein! Es ist zu matschig! Tilly rutscht weg! Vamos, Helena! Jemand braucht unsere Hilfe! Es klappt nicht! Warte, Tilly! Mach weiter so, Blaui! Ich komme nicht dran. Gecko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh. Oh. Das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gecko. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Cat. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry, Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Oh. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Grüni, du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann
atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denk dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry. Fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Oh. Oh. Yeehaw! Hä? Cat, vorsichtig! Hola, Gecko! Helena und ich üben, Loopings zu machen. Guckt euch das an! Vorsichtig, Cat! Oh nein! Aufpassen! Alles okay, Roti? Gecko! Ich kann ohne Helenas Kufe nicht landen! Oh nein! Schnell, Mechaniker! Wir müssen helfen! Bringt mir bitte die Reifen! Noch ein bisschen dichter. Ich versuch's. Oh. Halt dich fest. Blaui, nimm die Kufen. Ich habe eine Idee. Jetzt, Blaui. Mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gecko. Kein Problem, Cat. Das gehört bei uns dazu. Da ist Dylan Kipplaster. Wie können wir dir helfen? Du hast Probleme mit deinem Kipper? Los, Mechaniker! Verstehe. Dein Kipper kippt sich von selbst aus. Mal nachsehen. Ich glaube, der Kolben muss ersetzt werden. Wenn ich hier ziehe, hört er auf, bis ich den neuen Kolben geholt habe. Wird es beheben. Oh. Hä? Wieso ist der wieder umgelegt? Hm. Oh, hihihi. Also ihr habt den Schalter umgelegt. Oh, schon okay. Ihr habt gespielt. Nun helfen wir Dylan ganz gezielt. Jetzt hast du einen neuen Kolben, Dylan. Aber ich weiß, was wir mit dem alten machen können. Okay, Mechaniker, fertig. Guckt euch mal eure neue Rutsche an, die ich aus Dylans altem Kolben gebaut habe. Hihihi.